Ja, herzlich willkommen beim Onkel Kramer oder auch besser gesagt im Automatenland. Wir versuchen uns ja stetig weiterzuentwickeln, denn Stillstand ist Rückgang. Sind auf jeden Fall schon gut dabei, sind einer der größten Händler für Outdoor-Maschinen. Und in diesem Video möchte ich euch mal kurz erklären, was wir vorhaben und wie du vielleicht auch deinen Teil dazu beitragen kannst. Also, ab geht's nach dem Intro. Ja, wie sieht es überhaupt aus? Automatenland, wir planen das ja nicht nur als Automatenhandel, sondern wir wollen natürlich die größte Plattform auf jeden Fall in Europa werden, die Waren anbietet, die Dienstleistungen anbietet und so weiter, die Automaten verkauft bzw. die auch aufklärt, wie was funktioniert, die eine Academy hat, die Videoanleitung hat, die ein eigenes Netzwerk ist für alles im Prinzip. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Leute gehen ja lieber dahin, wo es alles gibt, als sich einzeln überall was rauszusuchen. Deswegen ist Amazon so erfolgreich, deswegen gibt es große Plattformen, die einfach mal den Kunden einen Mehrwert bieten, alles bieten und dementsprechend alles aus einer Hand da haben. Und so wollen wir das natürlich auch machen. Wir wollen gerne mehr Sachen ins Sortiment mit reinnehmen. Dann wäre natürlich interessant, dass ihr mal schreibt, was euch interessiert oder was ihr noch vermisst, was ihr braucht. Wir wollen natürlich, dass ihr die Möglichkeit habt, dass man Ersatzteile bekommt, das läuft ja aktuell schon. Es geht auch nicht immer alles auf einmal, das ist Step by Step. Wir sind ja nicht nur Wiederverkäufer, sondern auch Entwickler, weil wir uns Gedanken machen, beziehungsweise ganz besonders der Moritz, wie das in Zukunft aussehen könnte, wie man Shop-Lösungen und so weiter halt anbieten kann. Und dementsprechend kommt hier sowas aus der Eigenentwicklung. Die arbeiten hier wirklich Tag und Nacht. Ich habe manchmal selber ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit meiner Familie was mache, weil die hier wirklich rund um die Uhr arbeiten. Es ist nicht immer alles perfekt, es wird natürlich daran gearbeitet, dass es perfekt wird. Und so ist der aktuelle Status von dem Plan des Automatenlandes, was wächst und wächst und ja nicht nur wachsen soll, sondern auch Mitarbeitern bzw. Arbeitsplätze schafft. Wir haben Leute, die sind hochbegabt am PC, die machen natürlich auch Sachen, die hochbegabte Leute am PC normalerweise nicht machen. Ne? Aber der Vorteil ist dann halt der, dass zum Beispiel, so wie Janis ist eigentlich ein Wunderkind, ne? Der Mozart der Tasten, könnte man sagen. Er setzt sich halt auch mit den Maschinen auseinander, obwohl das gar nicht sein Bereich ist. Aber er kann hinterher mitreden und mitsprechen, wie sowas funktioniert. Genauso ist es bei den anderen auch. Der Niklas, der ist ja eigentlich für den Verkauf zuständig. Und baut aber genauso an den Maschinen rum, weil er dieses Wissen braucht, weil es wichtig ist für ihn, für den Verkauf, genau wie bei Moritz und so weiter. Und selbst der Rainer hilft zwischendurch hier mit, das ist der Finanzierer. Und das finde ich auch ganz wichtig, denn nur wenn man was versteht von dem, was man macht oder verkauft, ne, dann ist man auch ein Guter. Hier übrigens gerade, das sollte eigentlich meine Maschine sein, das ist aber eine Indoor-Maschine mit Touch. Ich wollte die gerne als Outdoor haben. Als erster Operator quasi in Deutschland, der das Outdoor-Gerät hat. Hier wunderschön mit so einem Zusatzschloss, das kann man übrigens auch kaufen. Dieses Outdoor-Gerät ist natürlich super, weil wir haben hier das erste Mal einen kleinen, eine Warenkorbfunktion. Es macht ein bisschen mehr her. Und die Dinger, als zukünftiger Operator, also wenn ich jetzt keiner wäre, dann würde ich mir sowas holen. Denn ich kann mehr Verkäufe erzeugen, wenn die Leute sagen können, okay, such mir das doch aus, die Nummer, zack, zack, zack und bezahl dann. Die aktuellen Maschinen ist das hier, ist ein kleiner, schmaler G-Drink. Hier kann man übrigens auch in den schmalen G-Drink bis 0,5 Bierflaschen zum Beispiel verkaufen. Und hier ist es halt immer so, dass wir eine Einzelproduktauswahl machen. Klar können wir mit Guthaben arbeiten, das geht aber nicht im Kartenbereich. Und ich denke mal, dass in Zukunft, also in den nächsten Jahren definitiv der Kartenbereich wachsen wird. Was wir gar nicht mehr machen, sind gebrauchte Automaten. Haben wir noch irgendwo einen stehen? Ich glaube, da oben steht noch einer. Das liegt einfach daran, dass wir haben das gemacht, ja, weil der Markt danach fragt und man damit auch Geld verdienen kann. Aber wird niemand glücklich damit, ist die Frage. Das Ding ist ja 10, 12, 13 Jahre alt und hat natürlich seinen Dienst schon getan. Jetzt kommen die Fehler. Natürlich der Operator, der den vorher betrieben hat, sagt sich, bevor die Fehler kommen, haue ich das Ding weg. Aber rein rechnerisch, betriebswirtschaftlich kann man besser sagen, ich nehme mir 9, da habe ich die nächsten 10 Jahre was von und kann den nachher nach 10 Jahren immer noch für viel Geld verkaufen. Und der Typ nach mir hat die Probleme.
Deswegen haben wir uns gegen die Gebrauchten entschieden. Das ist zwar ein schöner Markt, ist aber auch viel Arbeit. Das Problem ist bei den Operatoren, dass teilweise gar nicht mehr das Najax angebaut werden kann, dass man dann erste EEPROM-Update machen kann. Und es ist einfach nicht, was will man mit der alten Kiste, die nicht mal eine Heizung hat. Und das muss aber jeder selber wissen. Jeder ist ja seines eigenen Glückes Schmied. Ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Ich habe ja auch schon mit gebrauchten Automaten gearbeitet. Was gar nicht geht, ist, wenn man, es gibt da so YouTuber, die reden über ihre Umsätze. Das mache ich auch, ja. Und das nächste Mal könnt ihr das auch gerne sehen. Ich mache ein extra kurzes Video, wenn ich wieder einen Zoom-Call mache. Da könnt ihr dabei sein, da rede ich auch über die Umsätze. Aber dieser Operator, den ich meine, der hat so wenig Umsatz. Der hat ja mit allen Automaten weniger als mit wo ich einen Standort habe. Und das wär mir so unangenehm. Wenn ich einen Standort habe, der nicht läuft, dann stelle ich die Maschine um. Und das nützt ja nichts, weil ich zu bequem bin oder sonst irgendwas. Also wenn ein Automatenstandort sich nicht lohnt, dann kann man da selbst keinen Gebrauchten hinstellen, weil der Gebrauchte kostet auch Geld. Da muss ich echt sagen, fui deivel. Ich werde da schon drauf angesprochen, ob das irgendwie ein Anti-Influencer ist, den wir bezahlen, dass er eine andere Firma schlecht macht. Also sowas geht in meinen Augen gar nicht. Aber wie gesagt, Umsatz ist Umsatz, das muss schon stimmen und unter 1000 Euro würde ich den Standort wechseln, dann lohnt sich das nicht. Das kann man sich ja selber ausrechnen. Bei uns lohnt sich es auf jeden Fall, weil wir selber unsere Arbeit ständig verbessern, beziehungsweise das, was hinten rauskommt, das Produkt. Also wir stecken es nicht in eine teure Firma, es kommt bestimmt irgendwann, aber wir versuchen erstmal was zu erwirtschaften, das zu investieren. Wie zum Beispiel in das schöne Ordamo-System, das wie bei McDonalds nachher ein Terminal ist und halt eine Vielzahl von Automaten steuern kann, auch so steuern kann, dass es funktioniert. Es gibt da schon ein paar interessante Dinger, wo man dann 10 Stunden vorsteht. Das muss dann wirklich zackig sein und auch up-to-date sein mit der Technik und da geht die Kohle hin. Hier sehen wir unseren Rainer, sehen wir hier. Das ist unser Finanzierer. Und da vorne sehen wir Niklas. Und unseren besten Marco, TikToker der Welt. Ja, auf jeden Fall kann man natürlich sagen, dass wir versuchen zu wachsen und ihr könnt mitwachsen. Wir wollen natürlich nicht nur Automaten nach Neuss sein, sondern wir suchen auch Partner in anderen Regionen, die mit uns zusammen, in einer Art Franchise kann man das nennen, zusammenarbeiten und dadurch den Service einmal verbessern, weil man einen Ansprechpartner hat, der noch ein bisschen dichter vor Ort ist. So dass man auch flächendeckend da arbeiten kann. Und natürlich, ich muss sagen, ja, wir haben ganz viele Anfragen und wir könnten jetzt eins machen, wir stellen Personal ohne Ende ein. Und wir können aber auch sagen, dass wir mit den anderen Firmen, die es bereits gibt, zusammenarbeiten und so unser Business einfach mal mit abgeben, mit teilen, natürlich ein bisschen davon profitieren. Aber weil wir einfach im Marketing und soweit richtig gut aufgestellt sind, wir dominieren Google, YouTube, TikTok mittlerweile auch. Unser TikToker ist ja da. Und das ist so die Zukunft, wie es hier im Prinzip weitergehen soll. Klar müssen wir uns dann irgendwann nochmal gebäudetechnisch hier so ein bisschen vergrößern. Das ist Katastrophe. Aber das ist nicht das, womit wir wollen es lieber erstmal in Wachstum stecken, sage ich mal, der auch den Kunden was bringt oder beziehungsweise der ganzen Vending-Branche. Das war es mal kurz von mir aus dem Automatenland und zu den Plänen, was so ansteht. Power to the people, bleibt sauber, ordentlich und anständig. Happy Vending wünscht euch euer Onkel Kramer. Ciao.